Schnell weiter, Wasser! Eiskalt! Guten Tag, meine schwerst verwirrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Fallout 3 und immer noch das Add-on Point Lookout. Aber ich denke mal, dieses Mal schaffen wir es. Ich weiß es ja nicht. Und ihr wartet jetzt sicherlich darauf, dass ich mich entscheide, ob ich dem arschkrampen Desmond helfe oder ob ich Mr. Calvert helfe, der auch nicht viel freundlicher ist. Also ob ich das den Coxinus-Wellengenerator da oben anbringe oder ihn in den Müll werfe. Und wisst ihr was? Ich tue das, womit keiner rechnet. Ich mache erstmal die drei übrigbleibenden unerkundeten Lokationen hier auf der Karte klar. Als da wären das Lastwagenwrack, das Gefangenenlager Turtle Doof, also das heißt doofe Schildkröte, und der mit Wasser gefüllte Karsttrichter. Da gucken wir erstmal bei allen dreien, was es da so zu gucken gibt. Und wir reisen mal zur Arsch- und Doof-Kathedrale. Ich habe euch eine Menge zu erzählen mal wieder, und wundert euch nicht, ich bin am Schwitzen wie Sau, weil es ist gewitterig, warm, stickig hier bei, lasst mich schauen, jetzt immer noch 27 Grad am Abend um 10 Uhr. Degerowski, und ich muss leider den Großteil der Fenster geschlossen halten. Ich habe zwei auf Kipp gestellt, deswegen kann es Nebengeräusche geben. Ach egal, komm, wir machen erstmal einen los. Und warte, ich glaube, darunter war es irgendwo, wo es zum Lastwagenwrack ging. Ich setze mal einen Custom Marker, damit wir da auch drüber klar sind. Ja, so darunter wäre es eher. Ja gut, dann. Na super. Ich muss erstmal wieder auch in die Steuerung reingucken. Komm, ist eine Weile her. Eine große Weile, kann man sagen. Au, wer kommt denn da? Das hört sich sehr stark nach Bulli-Gullis an. Ach, da ist er auch schon. Hallo? Ach so. Ich habe jetzt eine 4-Button-Maus und das ist dann ein wenig verwirrend teilweise. Oder auch verwirrend, wie ich sagen würde. Du siehst aber gar nicht freundlich aus. Deswegen gibt es erstmal eine kleine Zerlegeaktion. Cool, Zerlegebetrieb Honk. Was kann ich für Sie tun? Ach, da flog das Köpfchen auch gleich weg. Hängt wahrscheinlich da hinten am Pfahl. Wollen Sie looten? Ja. Aber wie gesagt, muss erstmal wieder reinkommen. Ist eine Weile her. Ja, ist viel passiert inzwischen. Weiß nicht, habe ich hier schon gesagt, dass ich neue Tastatur und neue Maus habe? Ja, ein Träumchen, funktioniert beides wunderbar. Ich bin mit Rockart wieder versöhnt. Ich hatte ja meine schlechte Erfahrung. Ich habe eigentlich überwiegend gute Erfahrungen, das muss ich nur wieder sagen, mit Rockart-Produkten. Aber halt das mit der Cone Imo mit der ersten Generation. Ich glaube, das sieht da vorne schon nach einem Lastwagen aus. Sag bloß, wir sind schon da. Das ist ja schnell hier. Könnte auch sein, dass es donnert und blitzt von draußen rein. Oh, hallo? Wollen Sie bitte zurückbleiben, bitte, wie man hier in Hamburg an der U-Bahn sagt. Alter Schwedowski. Ja, ich denke mal, wir werden heute mit Point Lookout fertig werden. Und dass ich jetzt nicht gleich in der Hauptquest war. Alter, du hast aber gut Licht, Digga. Du bist aber keine besondere Leuchte, weil ansonsten würdest du dich nicht mit mir anlegen. Du merkst doch, dass das weh tut. Guck. Oh, das gute alte Gleisgewehr. Hoffentlich, ich weiß nicht mal, ob es das in Fallout New Vegas auch gibt. Lieber Kevin, bitte nicht spoilern. Ja, auch du, mein Freund. Wenn ich nicht ausdrücklich nach etwas frage, dann bitte ich, es zu unterlassen, mir da Spoilerowskis zu geben. Da kann ich sehr, sehr böse werden. Ja, aber der gute Kevin hat, der liebe, liebe Kevin hat mir ja was Gutes getan. Was sehr, sehr Gutes. Ich glaube, bei der letzten Aufnahme war es noch nicht, dass er hier in Hamburg war. War letzten Donnerstag, heute ist Mittwoch, also vor einer Woche, hier in Hamburg zu Besuch. Für ein paar Stunden nur.
weil er ist mit einem 9-Euro-Ticket gekommen und ich kann ihn hier in meiner kleinen Wohnung leider nicht unterbringen. Also, liebe Leute von heute, macht mich reich, macht mich zum größten Let's Player der Welt. Ich brauche nämlich eine größere Wohnung. Ich muss mir die leisten können. Im Gegensatz zu anderen Menschen lebe ich nicht über meine Verhältnisse und will das auch gar nicht. Da ist eine Glühbirne, die Leuchtturmbirne. Ja, die kommt in den Leuchtturm rein, nehme ich mal an. Ja, das haben wir ja gelesen. Da gab es ja, ich glaube, einen Computereintrag. Ich loote hier nur so viel, wie ich muss. Das glaubt mir niemand. Ja. Jetzt versuche ich hier immer gleich alles auf einmal zu erzählen. Ja, der liebe Kevin war letzte Woche bei mir hier in Hamburg zu Besuch. Wir haben einen halben Tag miteinander verbracht. Haben einige Flaschen Pale Ale gemeinsam geleert. Haben viel geredet, viel philosophiert. Und es war sehr, sehr schön. Ja. Ist auch ein ganz lieber, der Kevin. Ja, er ist wirklich der liebe Kevin, das kann man schon sagen. Etwas anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Und jetzt frag nicht, Kevin, wie ich mir dich denn vorgestellt hätte. Weil es ist so fucking schwer, mal sowas zu erklären. Ja, und der liebe Kevin hat mir ein Geburtstagsgeschenk mitgebracht. Also eigentlich zwei. Eine leckere Flasche Düsseldorfer Gin. Und das Allerwichtigste, eine neue Grafikkarte. Also jetzt nicht irgendwie ein turbo-neues Modell, sondern eine 1080er, aber die tut es bei mir hier allemal. Tut. Ja, ich kann es aber nicht sein lassen. Na, will das bald mal? Ich habe keine Zeit darauf zu... Ui, schön. Ich liebe den Geruch von ionisierter Luft am... da drüben sehe ich Wachtürme, das wird doch wohl nicht... Warte mal kurz, ich muss mal... Ja, das ist tatsächlich das Gefangenenlager Turtledoof. Alles klar? Dann, ich mache mal einen Schnellspeicherstand. Ich habe nämlich Angst. Ich sehe auch schon wieder einen roten Punkt auf der Karte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht umsonst da ist. Oh mein Gott. Irgendwas schießt da mit etwas Größerem. Das ist auf keinen Fall ein Ghoul. Ui, irgendwas schießt da auch mit größerem Kaliber auf mich. Warte mal, ich glaube, ich sollte mal... Ich sollte mal eine größere Wache an den Start nehmen. Diese wird uns hier nicht weiterhelfen. Ich nehme mal das Plasmagewehr. Das ist, das ist eine Turret. Eine Turret. Okay, alles klar. Also ein Geschützturm. Oh, den hat es ja recht schnell zerlegt. Dann war das da drüben, weil da ja auch ein Wachturm war. Oder? Ach nee, guck mal. Ein Wachbot. Ausgerechnet, jetzt musst du nachladen, Vögelchen. Ach, guck mal, ich habe ihn einfach pulverisiert. Na geil. So. Das sieht ja wirklich nicht gut aus. Also der Empfang hier. Ich bin nicht amused. Ich gehe hier mal lieber etwas vorsichtiger vor. Ja, auch ich kann das ab und zu mal machen. Ah ja. Bisschen Muni, ein bisschen träumen von nicht strahlenden Flüssen und laubigen Bäumen. Obwohl, hier ist ja Laub an den Bäumen. Oh ja, da klockt irgendwas. Aha. Es hört sich sehr ruhig an hier. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Wenn man in einem alten Kriegsgefangenenlager ist, verstehst du, was ich meine? Wo eigentlich alles sehr, 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 sehr... Ja. Ich habe mal ein bisschen schon mal eine Vorarbeit gemacht. Ich bin ein Vorarbeiter. Leuchte mir nicht ins Gesicht. Ich habe ganz empfindliche Äuglein. So. Da kam gleich noch einer, sehe ich. Eigentlich könnten wir wieder die Huhu-Knarre aus dem Schrank holen, aber... Boah, Digga. Nein, ob es das Gleisgewehr wohl auch in Fallout New Vegas gibt? Nein, Kevin und niemand sonst, bitte nicht spoilern. Ich bin daran interessiert, das selber herauszufinden. Ja. Und ich habe es ja auch schon mal gespielt. Ich merke übrigens immer wieder, dass...
Leute hier einfach nicht zuhören können. Ich will jetzt niemanden persönlich nennen, aber es gibt so Menschen, die zum Beispiel fragen, ob ich bestimmte Spiele schon habe und dass es da einen Sale gibt. Ich habe gesagt, ich habe es schon gespielt. Dann muss ich es mir doch nicht mehr neu kaufen, oder? Nein, ist ja nicht böse gemeint, aber es ist so wie mit meiner Musik, dass dann einige Leute denken, ich hätte nur ein einziges Musikprojekt, obwohl ich tausendmal erzählt habe, gefühlte tausend Male, dass ich jetzt inzwischen 5 Musikprojekte habe. Ich weiß, das ist auch ungewöhnlich. Wow, das ist auch ungewöhnlich. Alter, du hast mich erschreckt. Das wird dir wirklich sehr, 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 sehr leid tun. So. Obwohl, ich weiß ja nicht, solche untoten Kackfrösche, ob die überhaupt irgendwie sowas kennen, wie leid tun, fühlen. Warte mal, ich will mal, ich will die einfach demütigen, weißt du? Diese Knarre, diese Plasma-Knarre ist einfach viel zu würdig für die. Zack, einmal die dumme Birne und weg ist die Scheuse. Ist aber doch gruselig hier. Also muss ich jetzt hier sagen, streunender wilder Ghoul. Mit einem Buddha-Messer. Hast du Buddha angebetet oder was? Hast du eine Mutter, dann hast du immer Buddha. Mutter ist die beste Frau. Wer ist das? Raten. Ich muss immer noch sagen, ziemlich wenig los hier für so ein Turtle doof, ne? Ja, jetzt bin ich schon wieder mit meinen ganzen Erzählungen durcheinander gekommen. Oh, guck mal, was da ist. Kollege. Hier, sieh das Leucht, Digga. Sieh mein Licht der Erleuchtung. Denn ich bin Honk. Ach! Seines Zeichens Sektenanführer. Wenn du dich jetzt fragst, was soll die Kacke denn? Der hat auch nichts mit Reli, ne? Ich sag dazu nichts. Ich hab's versprochen. So. Och, das sind ja 2 Leuchtende. Hör auf, mich mit deinem Leuchtekram zu beschmeißen. Das tut weh. Außerdem bin ich bereits erleuchtet. Och, Kollege, das ist Overkill. Das muss doch nicht sein. Oh, das ist Kacke. Oh, halt. Jetzt brauchen wir doch mal was Größeres. Was nehmen wir denn da mal? Ich habe ein nagelneues Rösti. Ich sollte aber vielleicht auch erstmal, da ich schon ein bisschen angekratzt bin. Okay, kann ich den mit dem Rösti machen? Du brennst. Verhalte dich gefälligst, als würdest du brennen. Oh! Halt! Halt! Unsere schönen Stimpaks, da schwinden sie dahin. Ich krieg dich! Ich krieg dich mit einem Rösti! Ich töte dich mit einem Rösti! Alter! Ja, ich habe mich eigentlich gefragt, wann so einer hier ankommt. Diese blöde Blupse-Klupse da, die macht mich ganz fuchsig. So, leuchtender. Ich wollte doch eigentlich nur mal gucken, was hier so los ist im Kriegsgefangenenlager, Turtle doof. Weil ihr erinnert euch, da gibt es eine Queste. Ich glaube, der lilane Vorhang oder so. Wir sollen ja rausfinden, was mit einer gewissen chinesischen Spionin passiert ist. Oh, öffnen Vortür zu nach Verhörzimmer A. Dann wollen wir doch mal schauen. Oh, ja, hier wurde mit Elektrizität gearbeitet, Wassereimer, ein netter Hochstromgenerator, Ledergürtel. Damit wurde man wahrscheinlich dann festgebunden. Stimmpacks zum Wiederaufrichten und ein Schreibtisch zum, Bleistift zum Notieren der Verhörgeschichten. Da ist wohl das letzte, der letzte Klient. Na, hat's gut nach Hühnchen gerochen. Ja. Ja, ich weiß. Ich weiß ja, dass es 1-2 Sorten von Menschen gibt, die solche Witze nicht, nicht als witzig empfinden. Aber Leiter, das ist ein Spiel.
Aber du nimmst das doch immer so ernst. Ja. Roleplay. Verhörzimmer B. Wollen wir doch mal schauen. Oh, hier wurde eine andere Verhörmethode angewandt, nämlich mit Mentats, also hier Drogen. Und ja, lass mal sehen. Ja, Amputationen wurden hier wohl durchgeführt. Auch Stimmpacks zum Verlängern des Leidens. Interessant. Ja, typisch US-Armee würde ich jetzt mal sagen. Hier spukt es, aber das ist kein Wunder. Hier sind schon so viele gestorben. Ja, auch hier wieder. Ach, die Gerätschaften haben sich dann mal eben unter das Tablett verpisst. Moment mal. Hui. Ja. Ich will natürlich das alles sicherstellen. Ein blutiger Handabdruck. Ich hasse diese Pritschen mit diesen Rädern. Nee, aber ist halt, so kennt man das von der US-Armee. Die sind so, die Jungs. So, haben wir irgendwas an Kleidung bekommen? Oh, ja, natürlich. Ja, natürlich. So, ich hoffe mal, dass diesmal die ganze Aufnahme läuft und so. Und ich werde mit Argusaugen auf diesen Bildschirm mit dem OBS gucken und wehe, ne? So. Nö, also wir haben wieder 4 Tragepunkte, da ist ja großzügig. Wir müssen hier wahrscheinlich nochmal zurück. Warte mal. Hast du gesehen? Es kam da hinten wieder raus. Da hinten. Da. Pass auf, ich drückte. Ah, das tat gut. So. Spülen kann man hier ja nicht. Warte mal, ich hole den Eimer da hinten aus der Hütte. Da rollt immer noch ein Ghoul. Arsch, wollte ich gerade sagen, durch die Gegend. So, was mit den Hütten hier? Die ist vernagelt. So wie manche Gehirne. Gehörne wollte ich natürlich sagen. Ja. Verschlossen durchschnittlich. Also soll ich speichern? Ich finde das in letzter Zeit schon immer fast ein bisschen peinlich, wenn ich das tue. Stück nach oben. Jo. Ah, da sind die Stimmpacks wieder drin, die uns der Ghoul-Reaver weggefressen hat. Geralt von Ghoul-Reaver. Ja. Kann man hier eigentlich schlafen? Also, ich glaube, ich habe mich gerade schon wieder voll gelootet. Ah, fuck. Inventare. Das fängt ja gleich schon wieder gut an, ne? Aber wisst ihr was? Ich mache das heute mal so, um nett zu euch zu sein. Ich loote und bring den Kram aufs Schiff. Ja? Können wir uns darauf einigen? Ich mach mal den Custom Marker weg. Und wir reisen einfach mal runter zum Anleger von Point Lookout. Ja, und ich habe jetzt das mit dem mit der Hauptqueste nicht nur deswegen gemacht, um euch zu ärgern oder zu verwirren oder was auch immer. Ich glaube, ich habe die Kamera ein bisschen weit ausgezoomt. Ich sehe ein bisschen klein aus diesmal, ne? Der Kevin könnte da was erzählen. Ja, ich bin nämlich klein. So, und der... Ja, also ich mache das nicht nur, dass ich jetzt da die letzten Lokationen noch wegmache, um euch zu ärgern oder zu verwirren oder was auch immer, sondern ich weiß ja, dass es mindestens zwei verschiedene Lösungswege gibt und ich will die natürlich beide durchmachen und ich weiß, dass wir da eine Weile dran zu tun haben werden. Also das denke ich einfach mal, ne? So, mit der Eulen, da können wir nicht handeln, wie wir wissen. Wir packen mal einfach... warte mal, wir können einmal gucken... Das hätte ich gleich machen sollen. Ob vielleicht wieder Lohn da ist. Ob die Ocken... Nee, nicht Pilgrim's Landing. Das Warenhaus von Madame Schnitzelpanade, wie der Horstie. Der gute Kevin, der liebe Kevin sagen würde. Falls Sie etwas sehen, das Sie brauchen, dann wenden Sie sich ein. Ja. Oh, es freut mich. Ja, ich werde das Angebot sehen. Ich habe mir schon gedacht, dass Sie deswegen zu mir kommen. Er hat keine Ocken. Dann hat der andere auch keine Ocken. Und deswegen... reparieren wir. Natürlich. Mein Vater hat mir viele Tricks beigebracht. Viele Tricks. So, jetzt hat sie wieder... Ich hab mir schon gedacht, dass Sie deswegen zu mir kommen. Sie hat ein paar Augen, ja. Ja, das ist exakt richtig gesagt. Ein paar. Dann nimm mal diesen Arbeiter-Overall und der Rest geht aufs Haus. Digge. So, ich muss jetzt los. Ja,
Ich sollte sich schnetzeln. Nee, weißt du, dann wieder runter zum Point Lookout. Wie lange nehmen wir dann schon wieder auf? Oh, fast eine Folge. Ja, muss ich jetzt zusehen, dass ich das schnell hinkriege, das da reinzulegen. Dann kann ich nämlich schneiden und muss die nächste Folge eben nicht mit Sortieren beginnen. Du verstehst, was ich meine. Okay, okay. Nee, das kommt hier heute alles rein. Und wir werden so von Zeit zu Zeit immer mal wieder gucken, ob Kohle da ist bei den Leuten, also bei den Händlern hier. Und ansonsten fahren wir das alles am Ende des Add-ons rüber ins Ödland und da haben wir ja genügend Händler. So. Wir müssen auch mal gucken, ob Crazy Wolfgang sich inzwischen hat wieder köpfen lassen. Leuchtturmbirnen, die wiegen einiges. Weißt du was, dann bringen wir die mal schnell rüber zum Leuchtturm. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll. Wir haben ja keinen Auftrag dafür, ne? Stand ja einfach nur, ich glaube im Computer da hinten bei bei der Missionarin. So. Ne, weil 5 Gewichtspunkte. So, ich komme hier schon komplett durcheinander mal wieder, weil ich versuche alles auf einmal zu erzählen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Was viel schlimmer ist, das ist immer noch, dass meine Stimme belegt ist. Nach, ich glaube, 4 Wochen ist es jetzt her. Ja, könnte hinkommen. So, das sieht aus wie ein gutes Inventar. Beenden. Ciao mit V. So. Ja, und weißt du was? Dann mache ich das jetzt einfach mal hier. Dass ich jetzt sage, meine Lieben, für diese Folge war es das. Wir sehen uns übermorgen wieder, wenn wir zum Leuchtturm reisen und eine Glühbirne einsetzen. Wie viele Honks braucht man, um eine Leuchtturmglühbirne einzusetzen? Schreibt's in die Kommentare. Ciao. Mit L wie Leuchtturm.